dass wir bei uns eine gesunde Teamkultur haben und leben. Das sieht man eigentlich schon allein daran, dass bei unseren Team-Events, beispielsweise in Teneriffa, Mallorca oder auch in Franken, im Fränkischen Wald, dass da eine enorm hohe Beteiligung bei den Team-Events ist. Also so gut wie jeder ist da dabei, es sei denn, es gibt jetzt mal einen familiären Grund oder vielleicht eine Hochzeit oder so, aber ansonsten ist vom Auszubildenden bis zu unseren Senior quasi Beratern ist da jeder vertreten und tauscht sich aus auf diesen Team-Events. Und man sieht auch im täglichen Geschäft, dass wenn jetzt mal ein Kollege Hilfe benötigt oder vielleicht auch gerade ein bisschen in Stress ist, dann geht auch ein Kollege einfach mal die Extrameile, um ihn zu unterstützen. Dann verschiebt man vielleicht doch mal seinen Feierabend und eine halbe bis eine Stunde, um einfach dem anderen Kollegen noch beizustehen, zu schauen, können wir irgendwie gemeinsam schneller eine Lösung finden, damit es quasi dann erstmal für den anderen Kollegen auch besser ist, dass er quasi sein Tagesziel erreicht und dem Kunden kommt es so gesehen auch nochmal zugute. Ja. Das heißt, wenn einer voll beladen durch den Raum stolpert, stehen alle auf, um ihm die Tür zu öffnen, ne, dass er da auch noch durchgehen kann. Und diese gesunde Unternehmenskultur, die schützen wir auch mit allen Mitteln, die wir haben. Also auch beim Recruiting passen wir enorm darauf auf, dass wir nur wirkliche Fachexperten einstellen, die auch tatsächlich Teamplayer sind. Wir haben noch nie einen Experten eingestellt, der nicht ein Teamplayer war. Ja, das sieht man bei uns auch am Recruiting-Prozess, ne? Als erstes wird geschaut, passt der menschlich, passt der ins Team, bevor überhaupt mal über Ganz genau. die Kompetenz gesprochen wird. Ich fand noch das eine Beispiel ganz spannend also dass man sich gegenseitig so hilft. Wir haben dann Probleme, die haben andere wahrscheinlich nicht. Also bei Azubis kriege ich immer später mit, dass vielleicht einer die Aufgabe nicht allein geschafft hat und dann relativ schnell sich abgestimmt wurde und geholfen wurde und dann ist auch die Aufgabe erledigt. Aber ich habe dann keinen Überblick mehr, wie weit ist ein Azubi und kann dann, vielleicht setze ich dann schon voraus, er ist weiter, als er tatsächlich ist, einfach weil das so komplett kommunikativ und reibungslos miteinander klappt. Ist echt, also da musste man sogar mal sagen, nee, jetzt mach mal bitte diese Aufgabe komplett alleine und hol dir keine Hilfe, ne? Oder ihr anderen bietet keine Hilfe an, ne? Mit solchen Problemen schlägt man sich dann bei unserer Kultur halt herum. Ein anderes Beispiel ist die Lernkultur, die ist extremst ausgeprägt, extremst. Also mal ein so Beispiel, ich werde nie vergessen, wie der Nick mit 17 war es, glaube ich, aus der Schule gekommen ist und IHK-Ausbildung gemacht hat und gleich am Anfang gesagt hat, er ist so froh, jetzt endlich keine Schule mehr, jetzt noch die 2, 3 Jahre IHK und dann ist tutto completi. Ne? Schon noch bevor er mit der IHK-Ausbildung fertig war, er wird das Abitur nachholen und will auch noch studieren. Ne? Und das siehst du bei jedem. Ne? Also wir schnappen uns ja häufig auch schon die jungen Menschen mit 15, 16, aber wenn sie dann halt arbeiten dürfen und geben denen dann auch immer die Möglichkeit, in unterschiedliche Bereiche reinzuschnuppern. Das ist also kein Ferienjob im Sinne von, wir wollen, dass was erledigt ist, sondern wir möchten gleichzeitig, also wir wollen schon, dass was erledigt ist, aber es ist nicht ausschließlich der Fokus, dass die für ihr Geld einfach nur Doing machen, sondern wir möchten auch die Berufszweige vermitteln und sie dann unterstützen, wenn es um die Auswahl von Möglichkeiten nach dem Abitur oder nach dem Realschulabschluss geht. Wir haben da auch regelmäßig dann schon Praktika vermittelt bei befreundeten IT-Firmen oder haben befreundete Geschäftsführer und Abteilungsleiter also angefragt, ob die da ein Gespräch führen würden mit denen und sie beraten würden. Und noch ein anderes Beispiel, was wir jetzt gerade hatten. Bei uns hat der Janis frisch angefangen, den hatten wir auch schon, ich glaube in der 10. Klasse als Schüler. Haben kontinuierlich beraten, ihm auch Praktika vermittelt und dann hat er am Schluss auch Wirtschaftsinformatik, duales Studium, sich entschieden für. Und bei ihm haben wir gemerkt, er hat totales Interesse so 3D-Druck, Drohnen, Mikrocontroller und so weiter. Der hat auch als Ferienjobber bei uns mal so einen kleinen so ein Luftmessgerät gemacht, ne, auf einem Mikrocontroller, haben wir Sensoren gekauft und dann mit einem 3D-Drucker die Hülle gemacht. Und er macht jetzt zum Beispiel einen Schwerpunkt Data Science. Und da hab ich schon mal ihm so meine Gedanken
mitgeteilt, was wäre denn, wenn man nach dem Studium um dich herum so eine kleine Forschungs- und Entwicklungsabteilung oder einen kleinen Forschungs- und Entwicklungsbereich aufbauen? Und du könntest dann quasi immer so fragen, wer hat denn jetzt Bock mal die nächsten 3 Monate hier mitzumachen? Wir machen Thema A, B, C und du würdest das dann so ein bisschen steuern, ne? Also das Thema Lernen ist bei uns komplett verankert, ne? Ja, also wir kennen da wahnsinnig viele Beispiele. Kultur ist ja sowas Großes und das kann man jetzt nicht allgemein, das sieht man immer nur an den Beispielen dann im täglichen Miteinander.